Hi, hier ist der Felix vom Bildungshub Wien und ich möchte dir heute zeigen, wie du Daten bis zu 2 GB einfach über das Internet versenden kannst. Die Seite WeTransfer bietet die Möglichkeit, Dateien und Ordner über das Internet zu versenden. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Wie du siehst, befinden wir uns schon auf der Webseite von WeTransfer.com. Keine Sorge, den Link zur Website findest du natürlich in der Beschreibung. Hier siehst du auch gleich den größten Pluspunkt der Website, nämlich die Oberfläche. Also eigentlich das Nichtvorhandensein einer wirklichen Oberfläche. Die Eingabemöglichkeiten sind nämlich auf das absolute Minimum begrenzt. Du musst einfach auf das Plus-Symbol klicken, um eine Datei hochzuladen. Dann wählst du die Datei aus, in dem Fall das Bild, und drückst auf Öffnen. Wie du siehst, ist die Datei jetzt zum Senden vorgemerkt. Da wir noch Speicherplatz haben, können wir über das Plus-Symbol eine weitere Datei hinzufügen. Falls du dich doch umentscheidest und eine Datei wieder löschen willst, ist das auch kein Problem. Du fährst einfach über den Namen und über das X-Symbol kannst du die Datei wieder aus der Liste entfernen. Wenn ich alle Dateien in die Liste gepackt habe, geht's ans Versenden. Ich habe hier zwei Optionen. Entweder ich sende den Link direkt von der Plattform, indem ich den Empfänger, meine E-Mail-Adresse und eine kurze Nachricht in die betreffenden Felder eintrage. Oder ich drücke auf das Drei-Punkte-Symbol und wähle Übertragungslink erstellen. Diesen Link kann ich dann einfach über ein Kommunikationsprogramm wie E-Mail, SMS, WhatsApp, Facebook, iMessage, Zoom, Instagram, TikTok, Telegram und so weiter verschicken. So oder so, für welche Möglichkeit du dich auch entschieden hast, sobald du auf den Knopf drückst, beginnt der Upload. Den Rest kennst du schon. Der Kreis zeigt dir an, wie viel Prozent schon hochgeladen sind. Und unten findest du eine Schätzung, wie viel Zeit du noch warten darfst. Solltest du wirklich 2 GB hochladen, kann das eine Zeit dauern. Wir spielen jetzt besser ein bisschen vor. Geschafft, jetzt noch schnell den Link kopieren und versenden. Erhältst du den Link, hast du eine Woche Zeit, die Dateien von WeTransfer abzurufen. Danach sind sie weg, also wirklich weg und können nie mehr abgerufen werden. Und wozu brauche ich das jetzt? Erstens lassen sich auch große Dateien ganz schnell an ganz viele Leute versenden, zum Beispiel ein Lernvideo plus Material. Zweitens kann es auch wirklich ein Vorteil sein, wenn Dinge nicht unendlich im Netz gespeichert sind. Drittens können mir andere Nutzer, wie zum Beispiel Schülerinnen, ihre Daten schicken, ohne dass mein E-Mail-Postfach gleich explodiert. Ich verwende den Service WeTransfer schon seit einigen Jahren und ich finde ihn echt gut. Wenn du schnell bist, kannst du dir die Datei, die ich gerade im Tutorial hochgeladen habe, auch herunterladen. Dafür hast du dann eine Woche Zeit. Es wird dich ein großes Kunstwerk erwarten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.